Hallo, ihr Quirlinge! Weiter geht's mit dem Saboteur Dringil in den Ruinen von Korvanstadt auf der Suche nach Kainen und natürlich auch auf einer Erkundungstour durch die Ruinen. Hier habe ich was ausgelassen, stelle ich gerade fest. Das muss mal noch nachgeholt werden. Am besten jetzt gleich, sonst vergesse ich das. Ja, eine Quest ist aktiv. Die Kopfgeldquest Kainen oder Kainen. Ah, scheiße, das wollte ich doch vermeiden. Okay, ich habe immerhin nur einen von euch aktiviert und nicht alle beide. Ob das so toll ist, wird sich zeigen. Diese Doofwächter, die nerven. Und dann kommt noch so ein Geist raus, der nervt dann weiter. Mann. Okay, ich wollte hier unten nochmal in dieses graue Eckchen, Fleckchen gehen. Mich hier beschießen lassen. Und feststellt, dass ich hier nichts Besonderes übersehen habe. Nö, so gar nicht. Außer ein bisschen vergessene, versengende Glut in einem Müllhaufen. Oh, hier. Was war? Ein Text. Expedition nach Korban. Das haben wir doch schon, oder? Haben wir das schon? Expedition ins Tierreich. Nein, nach Korvan. Wo ist das denn? Wo sind die ganzen Texte? Hier. Ah ja, was war das für ein Ding? Das war das mit dem... das war auch irgendwie so ein Expeditionsbericht. Ach, das war der, der so ein paar... der so Finanziers hatte, die ihm irgendwelche Leute beigestellt haben, die irgendwie komisch waren. Ja, okay. Mal schauen, wie das weitergeht. Also, gefunden und gelesen. Als Geschichte Korvan. Expedition nach Korvan, vierter Eintrag, Tag 33. Nun sind wir frei von allen Hindernissen, frei vom Vorwand der Geldmacherei und von Investoren, die so besorgt über ihre Einnahmen waren, dass sie uns eine Horde Babysitter ans Bein ketteten, die auf uns aufpassen sollten. Heute Morgen, als unsere Kohorte zurück ins Badehaus ging, um einen weiteren Tag damit zu verbringen, die Besitztümer toter Leute zu sortieren und zu katalogisieren, versperrten Roderick und ich die Türen von außen. Der Gedanke an ihren Gesichtsausdruck, wenn sie nach einem langen Tag des Grabraubens zurückkehren, um festzustellen, dass ihre Schatzkiste auch ihr Grab sein wird, erfüllt mich mit übersprudelnder Freude. Ist aber gemein. Wir sind nun natürlich allein und ohne Schutz. Die Reise wird für uns zwei... nun allerdings leichter und ich habe einige Schutzzauber vorbereitet, die uns vor dem gefräßigen Wildtieren verbergen und beschützen sollten. Auf zum Tempel und dem brennenden Herzen von Korvanstadt. Tag 35. Ich bin von Ehrfurcht ergriffen. Ich stehe hier nach solch einer verzweifelten Reise am Fuße des großen Tempels, der Korvak gewidmet ist. Die Stadt, die seinen Namen trägt, erstreckt sich in alle Richtungen. Die Gebäude liegen in Trümmern, zusammengefallen, als ob sie in Ehrerbietung vor dem übernatürlichen Gott knien würden. Die Narben seines Zorns ziehen sich tief durch die grundlegende Infrastruktur, ein Zeichen des Kataklysmus, der dieses Volk vor Jahrhunderten verschlungen hat. Es gibt uralte Flüsse aus Stein, die nun abgekühlt und zu schwarzem Glas kristallisiert sind. Gewaltige Erhebungen von gezackten Steinen, welche Gebäude durchbohrt haben und Denkmäler an seine Wut formen. Das ist ein komischer Satz. Alles liegt in Trümmern, außer dem Tempel. Dort, in seinem Herzen, werden wir finden, wofür wir gekommen sind. Eine unveränderliche Kraft, ein Schatz größer als all der Reichtum der Menschheit. Dies werden wir uns zu eigen machen. Das geht doch sowas von in die Hose, dass es damit Anlauf schon wieder verkorkst. Ach so, ich habe ja ein paar Punkte richtig. Halt, falsche Taste. Und nehmen wir doch lieber die da. Ich war ja dabei, den Schattentanz weiter zu skillen. Das mache ich auch jetzt hier. Ach so, mal gucken. Verteidigungsqualität steigt jetzt. Verteidigungsqualität, Dringil, komm mal her. Verteidigungsqualität ist gerade 1870. 1870, ist mal eins draufgehauen. Immer noch 1870. Das ist interessant. Wann wirkt der Schattentanz denn? Oder wirkt... Das ist ganz komisch.
Oder wirkt der nur, wenn ich den diplomatischen Schub mache? Moment mal. 1870, jetzt mache ich mal den pneumatischen Schub. 1892. 22 Punkte mehr. Ah, das läuft, während das läuft. Ah, ich verstehe. Ein Defensivskill, der nur läuft, während ich pneumatischen Schub anhabe. Den ich ja immer dann anmache, wenn ich gerade Feind am Wickel habe. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht, aber jetzt habe ich das zumindest verstanden. Okay. Achso, und dann haben wir noch mal noch einen auf Konstitution. Zack. Und wieder über 10.000 Lebenspunkten. Aber eigentlich suche ich ja nach dem nächsten Opfer, dem nächsten Ziel der Kopfgeldjagd der Hexengötter, in deren Auftrag ich hier aktiv bin. So, dann hier ums Eck. Ach, da unten sind die nächsten Großmäuler. Gorbak, save me! Bumm. Was ist das für einer? Ach, da ist es der Axakor? Ach ne, den suche ich ja gar nicht. Ne, den suche ich nicht. Das ist ja. Es gibt noch andere Questen, aber die heißen Afronat und Azaleon. Und der hier heißt Askazor. Das sind alles ähnliche Namen, aber haben nichts miteinander zu tun. Bis auf die Tatsache, dass sie mich zum Kratzen und Beißen und Tiername geben lieb haben. Ja. Ach, ihr könnt das Tor nicht aufmachen, oder wie? Ach, ist auch noch ein Greif. Au! Böses Federvieh. So dumm, das Gatter aufzusprengen, aber mich ja so doof anmachen, ja? Wobei, hier ist er gleich totes, aber ich auch. Ich habe es. Ruff. Bumm. Gut. Fehlende Lieferungen. Ein neuer Text. Halt, hier, mach auf. Mach auf. Hau rein. Lebensessenz. Sonst nix. Also textfähige Lieferungen. Kategorie. Geschichte Korvan. Fehlende Lieferungen. Ich weiß nicht, was sich die Tempelverwalter denken. Glauben Sie, dass es niemand mitkriegt oder dass es niemanden kümmert? Ich habe Ihr kleines Spiel durchschaut. Die Steuern steigen, um Tempelangelegenheiten zu bezahlen, sagen Sie. Während sie all unser hart verdientes Geld für exotische Güter und Alkohol ausgeben. Als mir letzte Woche eine Lieferung Vaurine-Wein fehlte, habe ich persönlich die Reise nach Kairan angetreten, um mit meinem Importeur zu sprechen. Nach einiger Überredung und nicht gerade wenig Geld erzählte er mir, dass ein Tempelhelfer das Frachtmanifest unterschrieben hatte und mit meinem Wein abgehauen sei. Ich sprach dann mit einigen anderen örtlichen Verkäufern und es scheint so, dass sie auch Waren vermissen, die sie mit den Karawanen aus Kairan erwartet hatten. Ich möchte damit keinesfalls unterstellen, dass sie die Waren einfach in Beschlag nehmen. Nicht nur, dass sie tatsächlich für unsere Waren zahlen, sie bestechen auch noch die Importeure, damit sie stillschweigen, bewahren über ihre kleinen Geschäfte. Ohne Zweifel eine ganz schöne Verschwendung unserer Steuern. Ich werde dies so bald wie möglich vor die Händlergilde bringen und beschwöre euch, dasselbe zu tun. Es ist an der Zeit, dass eine Stimme der Macht in dieser Region die geweihten Offiziellen wachrüttelt. So, ich bin der Ansicht, dass man dasselbe hier auseinanderschreiben müsste, aber das ist nur so ein Gefühl. Lieber Rock 82.
Vielleicht teilt sie ja mein Gefühl, vielleicht auch nicht. Kanan, wo bist du? Ach, Kanan. Ich nenne dich jetzt Kanan. Das ist schöner. Kann ich viel mehr blöde Karlauer machen mit Kanan. Kanan ist bei den Seinen. Oh, wo geht's denn jetzt hier hin? Da geht's zu einem irgendwas Eingang. Du kannst doch... Du gehst durch die Lava und machst Platschgeräusche. Ja, das ist ja logisch. Das ist total logisch. Bist du den Knöchel in der Lava, aber... Was stört das schon den Sprengmeister in dir? Stimmt's denn hier, ha? Huh? Oh, hier ist ja sogar ein Questziel. Ich will mal nur mal kurz reingucken, wie das heißt. Grube 8, Grube der Buße heißt das. Ah, da gehe ich jetzt nicht rein. Okay. Kanan ist nicht hier. Grube der Buße. Mal kurz geschaut. Ach, das ist da unten. Das ist wirklich der Vulkan. Aha. Gut. Aber wo ist jetzt das Ziel? Achtung, hier wieder. Ein Blödsinn. Ich glaube nicht, dass Lava Wassergeräusche macht. So flüssig kann die gar nicht sein. Bumm. Ey, Greifi. Greifi. Du sollst nicht eine Hackattack machen hier. Diese elenden Pickeltierchen. Ich habe ja noch kein Geheimversteck gefunden, obwohl das so verwinkelt ist. Weil es so verwinkelt ist. Erweckte Hüter. Ah, die fehlt mir gerade noch. Ja, Geist, scheiße, war, wenn deine Rüstung zerbeugt dort rundherum. Aber deinen Scheiß dort, den kannst du trotzdem auf mich drauf ballern. Überhaupt kein Problem. Bumm. Herzergreifend. Was ich ja ein bisschen erstaunlich finde. Im bisherigen Grimdorn-Spiel waren die auserwählten Kümmerns ja immer noch der Ansicht, dass sie Empyreon dienten. Die hier sind, die scheinen jetzt zu wissen, dass Empyreon nicht ihr Ding ist, sondern Korvac. An dem Punkt, wo das von Empyreon zu Korvac überging, ne, das ist ein sehr interessanter Punkt. Man kann diesen Religionsfanatikern noch nicht irgendwas immer von Empyreon erzählen, dann plötzlich irgendwie von Korvac. Das hatte ja damals sogar Vater Kymon erzählt. Er hatte Trinkel ja eingeweiht, als ich im ersten Spieldurchgang mit den Kymonion liiert war. Alliiert, nicht liiert. Das ist ein Unterschied, ein wichtiger Unterschied. Oh, sechster Eintrag, da fehlt noch was. Also, ich nehme ihn auf, ja. Und er hat ihm ja Zutritt zu seinem Hinterzimmer gegeben. Und dort war ja diese komische Flamme, die sich als Korvac oder Korvacs Boot oder irgendwas ausgegeben hatte. Ich bin tot. Was macht ihr mit mir? Scheiße, ich bin tot. Ah, hier geht's lang. Mann, nicht so viel quatschen. Das tut der Konzentration nicht gut. Da war ja Korvacs irgendwas Bote. Diese kleine Flamme. Und dann konnte man ja zu Vater Kümmern gehen und sagen, ey, du bescheißt ja alle, von wegen Empyreon und so. Und dann sagte er also sinngemäß, ja, das stimmt. Und dann hätte man sagen, oder konnte man sagen, ich werde es allen erzählen und dann
antwortet er ja, das wird dir eh keiner glauben. Aber irgendwas scheint ja passiert zu sein, dass ich es dann halt doch irgendwie glauben. Wo ist denn keinen? Der Dicke steht da und rührt in die Nacht, während er mich nicht erreichen kann, oder wie? Du machst viel zu viel Krach da hinten. Truhe! Oh, wie die sich beeilen können! Ich hasse es ja, wenn so mega fette Monster so schnell hinter mir herrennen. Kleine sind schon schlimm genug, aber wenn das große machen, das geht gar nicht. Das war schon im vierten Akt schlimm, diese Astrakhan-Straße, Astrakhan-Tal, diese Yetis. Das war auch so. Oh! Weil ich als Spieler aggressiv, wenn solche fiesen, fetten Viecher hinter mir herrennen. Bah! So, Korvan statt. Diese Wächter sind auch echt nicht ohne. Die ignorieren auch völlig. Oh, meine ganzen Schadensattacken hier. Aber wir tot. Ja, sag ich doch. Weil die fetten Viechter da eben rumstehen und man kommt nicht weg. Und dass ich jedes Mal nach Fort Icon so gebeamt werde, das nervt mich auch allmählich, Spiel. Ich bin da unten, da musst du doch wissen, dass du mich da nicht hinbeamst. Mann. Dieser Tod gehört in die Kategorie überflüssig. Bis vermeidbar. Jetzt kann ich die ganze Scheiße wieder irgendwie... Oh ja, ich habe doch irgendwo ein Gate aufgemacht, oder? Das hätte ich nutzen können. Jetzt laufe ich diesen ganzen Weg zurück. Bring die Leinen. Tut mir leid, aber diese scheiß Hackattack von diesen Greifen, diese üblen Wächter, ich muss ja irgendeine Ausrede finden. Es liegt nicht an meinem Gameplay, es liegt nicht an meinem... Ah, da liegt dir dieser Typ immer noch. Du bleibst liegen. Es liegt nicht an meinem Gear, es liegt nicht an meinem Bild. Es liegt nur einzig und allein an den Gegnern. Das möchte ich nochmal hier zu Protokoll geben. Essensration braucht kein Mensch im Moment. Das Schlimme ist, die bleiben dann auch nicht mehr stehen und feiern ihren Sieg wie so normale Monster in anderen Spielen, die dann anfangen, einen aufzufressen oder irgendwie so ihr Macho-Gabe machen. Die hauen einen um und laufen einfach weg. So unmotiviert. Das ist noch viel schlimmer, als irgendwie in Triumphgeheul auszubrechen, einfach so wegzulaufen nach dem Motto, pff, interessiert es mich nicht mehr. Bist du tot? Bleib halt liegen. Verrotte hier doch. Das ist noch viel demütigender, finde ich. Noch demütigender als dieser scheiß Kampf hier gegen euch. Wieso seid ihr alle noch so gesund? Ich hüpfe die ganze Zeit schon in euch rein. Ich mache doch hier Schaden. Alles gar kein Problem eigentlich. Aber wenn man eingekreiert ist, dann ist natürlich der Nachteil meiner Taktik, immer da so reinzuhüpfen. Oh, da liegt wieder einer. Na komm. Steh auf. Oh, du bist auch ein besonders großer. Schön, dass du nicht aufstehst. Ich bin ganz, ganz, ganz froh drüber. Ach so, hier, wo ist denn hier mein Ding? Die Leiche, die liegt hier oben. So. Hier irgendwie durchmogeln? Nee, das geht ja gar nicht. Ach, da hinten. Greifen. Stein greifen. Au. Oh, kein Problem eigentlich. Wenn man sich ein bisschen konzentriert. Sicherheitsbedenken? Ah, die habe ich auch.
Achtung, hier kommt was runtergeflattert. Azaleon, das ist. Okay, der ist hier. Dafür habe ich auch eine Kopfgeldqueste. Es kommt ja mir hinterher. Nö, die mache ich mal anders. Azi ist sowas wie jemand anderen. Oh, geil versteckt. Schön, 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 aber gerade. Was mache ich hier? Au! Schnauze da oben. Korvax hilft mich überhaupt nicht. Und ihr dicken Sumo-Sprinter hier, ihr könnt mich auch mal in Ruhe lassen. Denn ich habe ein Geheimversteck entdeckt. Glaube ich. Nee, stimmt gar nicht. Ist gar keins. Hier sieht so komisch bläulich aus, als ob das hier reinginge. Rahns Kartenraum. Da ist auch ein Portal dahinter. Wie komme ich denn da? Da, guckt. Da. Da ist was. Aber es geht nicht auf. Ist noch auf der Karte, deswegen ist es kein Geheimversteck. Aber das ist ein Geheimversteck. So. Also, da gefunden. Corban City. Screenshot und gib ihm. Oder nimm ihm viel mehr. Jawohl. So kann ich jetzt hier, wenn ich das anklicke, da reingehen. Es ist blockiert. Rans Kartenraum. Nur mir merken. Rans Kartenraum. Mal aufschreiben dann. Ein Video schneiden. Das ist ja irgendwas. Da oben ist dieser Azalee-Typ. Da hätte ich noch einen entweihten Schrein. Ich suche aber eigentlich keinen. Und finde keinen. Ich suche keinen und finde keinen. Leider nicht gleich geschrieben. Jovox Brief an Bahan. Hat, wenn ich das andersrum schon mal gelesen? Naja, wie auch immer. Jovox Brief an Bahan. Die Geschäfte laufen gut, besser als je zuvor. Der neue Standort hat sich bereits bezahlt gemacht, im Herzen des Marktplatzes gelegen, in der Nähe der Gewürzhändler und das während der Woche der Zeremonien, die den Aufstieg begleiten. Die Geschäfte laufen wirklich gut. Die Straßen und Gassen um den Laden herum sind völlig überfüllt mit Tausenden von Leuten, die kommen und gehen und Vorräte beschaffen, feine Stoffe und essen und trinken in Vorbereitung auf die Feierlichkeiten der Woche. Es gibt auch neue Kunden und Verkäufer, die ausländische Ware anbieten. Viel mehr, als ich aus früheren Jahren gewohnt bin. Ich denke, dass das Gerücht die Runde gemacht hat, dass der Tempel wieder die Wärme der übernatürlichen Sonne verspürt, weshalb so viele von nah und fern gekommen sind, in der Hoffnung, einen Blick auf seine Pracht erhaschen zu können oder einen hübschen Profit durch die folgenden Feierlichkeiten zu machen. Morgen werde ich eine kleine Karawane vorbereiten und meine Waren am Fuße des Tempels ausstellen, so wie wir es früher gemacht haben. Die ganze Stadt wird dort versammelt sein, um zu sehen, wie aus den Anhängern des Tempels die Auserwählten ausgesucht werden. 3 Tage später werden sich wieder alle dort versammeln und die Auserwählten werden sich der übernatürlichen Sonne hingeben. Dein Urgroßvater hat mir Geschichten von den Zeremonien zu seiner Zeit erzählt. Er sagte, dass Korvac selbst den Vorsitz geführt habe, tief im Inneren des Tempels. Er versammelte die Auserwählten und führte sie hinunter ins brennende Herz des Tempels. Der Göttliche segnete manchmal die Gläubigen mit einem kurzen Besuch außerhalb des Tempels. Seine pure Anwesenheit soll ausgereicht haben, um die Kranken zu heilen und die Gottlosen mit Blindheit zu strafen. Was dann die Kranken sind, die am nächsten Mal geheilt werden. Solch einen Anblick gab es während meines Lebens noch nicht. Ich bin nicht sicher, ob irgendeine lebende Person, außer den frömmsten Priestern, die übernatürliche Sonne mit eigenen Augen gesehen hat. Vielleicht sind wir solcher Dinge nicht mehr würdig. Vielleicht hat er in unsere Herzen geblickt und gesehen, dass viel zu viele nur für die Feierlichkeiten hergekommen sind, ohne wirklich die Absicht zu hegen, ihm die Ehre zu erweisen oder zu ihm zu beten. Es sind zweifellos andere Zeiten. Vielleicht gute Zeiten. Die Stadt ist so wunderschön und strahlend wie noch nie. Und die Bevölkerung ist glücklich und erfolgreich. Ich wünschte, du könntest hier sein und es sehen. Ich werde diesen Brief per Karawane nach Kairan schicken, wo er dich hoffentlich erreichen wird, wenn du wieder am Hafen ankommst. Bitte, mein Sohn, überlege es dir, mich zu besuchen. Ich würde so gerne von deinen Abenteuern in den weit entfernten Orten hören, die du gesehen hast, und von den exotischen Städten, die du besucht hast. Ich weiß,
Das Leben eines Seemanns ist arbeitsreich, aber denk an deinen alten Vater. Es wird nicht mehr lange dauern, bis sie mich in die Wüste bringen und den Kreaturen der Nacht überlassen. Immerhin bauen sie keine Tempel für mürrische alte Händler. Von ganzem Herzen dein Vater, Jorvok. Gut. So. Die Stadt ist ja eigentlich gar nicht mehr so groß, wobei hier geht es noch lang. Da könnte auch noch irgendwas sein. Mal kurz einen Blick dahin geworfen. Ich wollte eigentlich nur hier unten durch. Ich muss doch gehen. Ich will nicht zu diesem greifen. Ich will einfach nur hier vorbeilaufen und da in die Ecke. Den Text würde ich gerne noch lesen in der Episode hier. Damit wir das auch erledigt hätten. Und geplündert wird natürlich auch. Du greif da oben, du bleibst friedlich, ja? Und dass hier irgendwas in die Luft fliegt, das regt dich auch überhaupt nicht auf. Bauplan verdorbenes Herz. Da ist gerade irgendwer in meine Richtung gehoppelt. Aber er hoppelt auch wieder zurück. So, Textsicherheitsbedenken. Ist hier irgendwas sonst? Nee. Verdrück dich mal, Dringil. So, hier oben ist gut. Lesen, Sicherheitsbedenken. Wo ist es denn? Da. Nee, es ist nicht. Oh je. Da. Auch wieder Kategorie Korvan-Geschichte. Sicherheitsbedenken. Da dies nun meine vierte Anfrage bezüglich einer vergrößerten Wachmannschaft für unsere Karawanen ist, betrachtet dies als formale Beschwerde und falls meine Bedenken nicht direkt angesprochen werden, könnt ihr euch sicher sein, dass meine Stimme in der Händlergilde Gehör finden wird. Mir wurde gesagt, dass meine vorherige Korrespondenz ignoriert wurde, da es nicht genügend Beweise von erhöhter Kriminalität auf der Route von den Docks von Kairan nach Korvanstadt gäbe. Ich kann euch versichern, dass Kriminelle das geringste unserer Probleme sind. Ich denke, dass die Schlägertypen, mit denen wir es normalerweise zu tun haben, denselben Angriffen ausgesetzt sind wie wir. Es gab einen enormen Anstieg von Wildtieraktivitäten im gesamten korvanischen Becken. Die natürlichen Raubtiere sind mutiger geworden und greifen einzelne Reisende und manchmal sogar die Karawanen selbst am helllichten Tag an. In all meiner Zeit, in der ich die Karawanen leite, habe ich so etwas noch nicht gesehen. Sie scheinen völlig wild geworden, als ob sie irgendwas in den Wahnsinn getrieben hätte. Des Weiteren gab es zahlreiche Sichtungen von bisher unbekannten und seltsamen Bestien, die in Rudeln den Karawanen durch die tiefste Wüste nachpirschen. Einer meiner verlässlichsten Treiber berichtete sogar von einer Greifenmatriarchin am Grund des Tals. Was könnte diese Ungetüme von ihren erhabenen Stellungen vertreiben? Was auch immer der Grund ist, wir müssen die Karawanen schützen oder wir riskieren, dass die Lieferungen ganz aufhören. Ich habe in den letzten Monaten so viele Waren und Männer verloren, dass die Handelsschiffe angefangen haben, sich darüber zu beschweren, dass ihre Lieferungen nicht bei den Händlern in der Stadt ankommen. Es wird immer schwieriger, neue Arbeiter anzuheuern, weil Gerüchte, was den vorherigen Trupps zugestoßen ist, die Runde machen. Wir brauchen mehr Wachen, um die Karawanen zu beschützen. Ich bin sicher, ihr Verwaltungstypen könnt euch ein Leben ohne guten Wein und elegante Seide vorstellen. Wir sollten nicht vergessen, dass es die Karawanen und ihre mutigen Treiber sind, die solchen Luxus und Reichtum hierher bringen. Und es ist der Wohlstand eben dieser Karawanen, der eure bequemen Sitze finanziert. Hochachtungsvoll, Raulan, Karawanenmeister. So, dann haben wir noch was gefunden. Bauplan verdorbenes Herz, das ist eine Komponente. Erhöht kritischen Schaden, Angriffsqualität. Aha, und ein paar Widerstandssachen. Oh, das ist ja gar nicht so schlecht. Zack, gelernt. So, ich mache hier Schluss aus Zeitgründen und weiter mit dem Rest von Korvan City hier so. Und hoffentlich keinen. Geht's im nächsten Teil. Bis dahin.